Internationale Strafverfolgungsbehörden sind im Rahmen des bislang größten Einsatzes dieser Art gegen Hersteller und Händler von Dopingmitteln vorgegangen. 33 Länder, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, beteiligten sich an den Maßnahmen, ebenso wie internationale Stellen, darunter die Welt-Anti-Doping-Agentur und die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF. Nach Angaben von Europol wurden 3,8 Millionen Dopingmittel und gefälschte Medikamente sowie 24 Tonnen Steroidpulver beschlagnahmt. Die Ermittler hoben in unterschiedlichen europäischen Ländern 9 versteckte Dopingküchen aus, enttarnten 17 Banden und nahmen 234 Verdächtige fest.